Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, ihr merkt schon, heute gibt es auf jeden Fall ein richtig krasses Special Video. Denn heute gibt es tatsächlich endlich die Roomtour von meiner neuen Wohnung. Oh mein Gott, ich bin wirklich so aufgeregt. Ja, es ist auf jeden Fall passiert, genau gestern, also einen Tag bevor ihr dieses Video seht, bin ich umgezogen in eine komplett neue Wohnung. Komplett neues Gaming-Zimmer und so weiter. Das sind ultra krass. Und in diesem Video zeige ich euch einfach die komplette neue Wohnung. Dazu muss ich noch sagen, es ist noch nicht alles fertig. Also da fehlen noch so Bilder und so weiter. Und zum Beispiel auch eine Sache, fällt mir gerade auf. Zum Beispiel dieser Stuhl gehört eigentlich ja hier hin. Auch mal nochmal an, Freunde. Aber genau, ihr seht schon, ne? Genau, wir können es einmal kurz umdrehen zum Eingangsbereich. Also man sieht hier schon, es gibt nicht so wirklich einen Flur in dieser Wohnung, was ich aber nicht schlimm finde. Dafür hat man so mehr Platz in diesem Bereich. Hier habe ich so meine Jacken halt aufgehängt und hier unten, das sind so meine Schuhe. Hier kommt vielleicht auch noch was in die Ecke. Also wie gesagt, so Dekoration und so ist noch nicht so krass am Start. Also ja, ihr wisst schon Bescheid, Freunde. Genau, hier noch ein paar Schuhe einfach. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an hier mit dem Esstisch. Einfach so ein schöner schwarzer Esstisch mit einer nice Lampe. Na, ihr wisst Bescheid, Freunde, auf easy. Und jetzt kommen wir schon mal zum ersten spannenden Teil, Freunde. Und zwar zum Riesen-iPhone natürlich. Hier könnte ich natürlich auch jetzt schon theoretisch Brawl Stars drauf machen. Aber hier läuft gerade ein nices Opening-Battle einfach mal von Kevin und Mia. Richtig geil, habe ich mir einen richtig fetten Fernseher gegönnt, Freunde. Ihr seht ihn schon. Er ist auf jeden Fall sehr, sehr groß. Und da oben ist auf jeden Fall auch mein Schatz, Leute, ihr müsst das auf jeden Fall mal genauer sehen. So, Freunde, und zwar sind hier einfach mal meine beiden Play-Buttons. Ultra krass. Einmal hier der 100.000 Abonnenten-Play-Button von YouTube. Oh mein Gott, so geil, ich habe mich so gefreut. Und der ist einfach geisteskrank. Lukas für 1 Million Abonnenten, Freunde. Das ist natürlich ein richtig krasser Traum. Und ich finde, die haben hier einen schönen Platz gefunden, hier oben, über dem Fernseher. Mega, mega danke nochmal wirklich an jeden von euch für diesen kranken Support, dass ich sowas eben in meine Wohnung einfach mal stellen kann. Das ist echt, das bedeutet mir wirklich viel. Ich würde sagen, wir kommen mal direkt zu der Küche, Freunde. Und zwar, ihr seht schon, meine Küche ist komplett in schwarz. Hier fehlt noch so ein Glas hinten, also nicht wundern, warum hier so rote Punkte sind, das wird noch überdeckt. Aber genau, ist eine ganz nice Küche. Ich muss euch noch ein Feature zeigen, was wir unbedingt immer gewünscht haben, Freunde. Merkt euch dieses Glas und würde sagen, wir testen es einfach mal, Freunde. Freunde, einfach Eiswürfel. Das feiere ich so krass. Also das habe ich mir echt gewünscht, so einen Kühlschrank mal zu haben. Aber genau, ich würde sagen, wir kommen einfach mal, bevor wir zum Gamingzimmer kommen, nochmal hier zu diesem unfassbar wichtigen grauen Kappa. Das ist jetzt ein absolut unaufgeräumter Abstellraum. Ich bitte das zu entschuldigen, das wird noch schön gemacht, Freunde. Ups. Und ja, das war es einfach mal wieder komplett. Aber ja, wir kommen hier einfach mal weiter, würde ich sagen. Und zwar hier zum schönen Bad. Auch hier fehlt noch einiges, Leute. Ist ein ganz normales Bad. Nichts so krasses eigentlich, aber da kommt noch ein Schrank hin und so weiter. Hier ist noch so eine Dusche einfach und so eine Badewanne und ein Klo. Sehr krass. Nee, aber ich würde sagen, wir kommen auf jeden Fall weiter zum Schlafzimmer, Freunde. Let's go. Und zwar auf jeden Fall hier ein richtig fettes Bett auf jeden Fall. Das habe ich mir auch immer schon gewünscht. So ein richtig großes 2x2 Meter Bett. Richtig geile Sache. Und ja, ihr merkt schon, auch hier ist noch alles leer. Da wird auch noch was kommen. Und genau, ihr seht auch hier, kann man tatsächlich auch meine... Hier ist das irgendwie so verkehrt rum. Egal. Hier habe ich noch einen Ausgang in meinen Garten. Ich habe auch einen Garten tatsächlich. Das zeigt jetzt nicht so genau von außen, aber ihr seht es ja, so ein bisschen Rasen und so weiter. Und das war es hier aber noch nicht, Freunde, denn, oh mein Gott, da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf. Ich habe einfach einen begehbaren Kleiderschrankraum. Richtig geil. Und zwar, ihr seht schon, ja, komplett meine ganzen Klamotten, der ganze Raum ist nur für meine Klamotten einfach. Richtig geil. Beispielsweise haben wir hier das Danita-Merch-Abteil einmal. Und hier geht es auf jeden Fall weiter. Ich habe hier wirklich jeden Danita-Merch einfach mal am Start zum Beispiel. Natürlich noch ein paar Jacken und ein paar andere Sachen. Richtig geil. Finde ich auch mega cool. Und genau. Das war an sich so Schlafzimmer und so weiter. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir zum Teil, den, glaube ich, die meisten von euch interessiert. Und zwar mein Gaming-Zimmer, Freunde. Okay. Das ist natürlich auch noch lange nicht fertig. Ne? Das muss man dazu sagen. Aber ja, so ungefähr seht ihr schon, wie das aussehen wird. Und ich würde sagen, 3, 2, 1 und let's go.
Let's go! Okay, ist auf jeden Fall ein bisschen dunkel gerade hier. Ich hoffe, man erkennt es. Erkennt man es? Okay, sehr gut. Also wir haben auf jeden Fall hier natürlich den Stuhl von Kevin, ne, den er bei langen Streams immer verwendet. Und dann haben wir hier ein so geiles Regal mit so richtig geilen Supercell-Sachen. Zum Beispiel natürlich hier von Kevin das Geschenk zu den 1 Million mit dem Brawl Stars und der 1 Million auf dem Sneaker hier. Oder auch hier die Delita-Mütze, Freunde, natürlich richtig geile Sache. Hier noch so Supercell-Kartons oder auch hier so einen Plüsch-Spike, ne? Und das werde ich auch vielleicht sogar noch schön ausleuchten mit so LEDs und irgendwie das noch cooler machen auf jeden Fall. Hier haben wir noch einen schönen Kalender von unserem Merch und so weiter. Und genau, hier die Alba-Flasche, Freunde. Na, die steht hier natürlich auch parat. Und mein richtig geiles Setup, das habe ich jetzt auch schon aufgebaut. Ihr seht schon, ich habe auch eine neue Tastatur, richtig geil. Und hier unten steht mein PC, kann man ja mal zeigen einmal. Richtig nice, Freunde. Den habe ich jetzt schon mal euch genauer gezeigt in dem Roomtour-Video auf jeden Fall. Und genau, im Prinzip habe ich jetzt hier einfach mal so ein tolles Bild draufgepackt. Hier meine Kamera und so weiter. Genau, das wird so mein neues Gaming-Zimmer. Das heißt, ihr habt dann einen richtig geilen Hintergrund mit diesen ganzen coolen Supercell-Sachen, falls ich natürlich keinen Greenscreen verwende. Falls ich aber einen verwende, sieht das ein bisschen anders aus, das Zimmer. Und zwar macht ihr einmal den hier. Zack. Und dann bin ich in Brawl Stars unsichtbar. Ihr wisst es auf jeden Fall. Ne, dann sieht man zwar nicht mal den schönen Hintergrund, aber ihr wisst, bei vielen Aufnahmen ist das einfach praktischer. Und wenn ich das dann nicht mehr brauche, mache ich es einfach gerade runter. Und genau, dann sind wir hier tatsächlich auch schon fertig. Achso, und hier kann man auch noch in meinen Garten rausgehen vom Aufnahmeraum. Finde ich mega geil, mit so einer kleinen Terrasse. Genau, Freunde, ihr habt es auf jeden Fall gesehen. Ich hoffe auf jeden Fall, euch gefällt diese ganze Wohnung hier. Wie gesagt, ne? Ich weiß, das Ganze ist so sehr schwarz-weiß gehalten. Ich persönlich feiere das extrem. Ich habe das extra so gemacht, weil ich mag diese Holzfarben nicht so gerne. Ich mag das halt so schlicht modern. Und deswegen, ich habe das über ein halbes Jahr lang die Wohnung renovieren lassen. Komplett anderen Boden, die Wände komplett neu machen lassen und so weiter. War auf jeden Fall auch viel Arbeit, aber Freunde, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wird aber noch viel, viel cooler in der nächsten Zeit. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt nochmal ein Like auf dem Video da und schreibt mir in die Kommentare, wie findet ihr die Wohnung, wenn ich euch nochmal genauer das Gamingzimmer zum Beispiel zeigen soll. Schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare. Und ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns. Und damit, ciao, ciao.